Hallo. Jetzt wird's offensichtlich. Also das, was man als erstes sieht vom Spiel, ist wahrscheinlich irgendwelcher Trailer. Das zweite wahrscheinlich irgendwelches Gameplay-Zeugs. Und wenn man dann in den Laden geht, ist es dann gefühlt das dritte. Wo ist es denn jetzt? Das Cover. Ne? Wo ist denn jetzt konkret das Ding? Oder man geht halt irgendwie in Store und macht Download, ne? Zeugs. Das ist wahrscheinlich dann, aber ja. Das Bild. Das Bild, das Cover, das Key Artwork, wie wir das nennen. Key Artwork. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, ja. Bei welchem Spielecover würdest du am Kaufregal überhaupt stehen bleiben? Ne? Und die haben Folgendes gesagt. Wenn man so die klassischen Pappumverpackungen noch hat zum Beispiel. Ich mag es, wenn es irgendwie ein bisschen geprägt ist, nicht einfach nur gedruckt, sondern tatsächlich, dass auch haptisch was hermacht, vom Gefühl her, nicht einfach nur Optik. Das finde ich sehr schön tatsächlich. Nackte Brüste. Mit einem auffälligen Namen. Das muss einen auffälligen Namen haben. Einen Namen, der mich catcht. Das ist es eigentlich. Mich interessiert nicht, ob eine barbusige Frau drauf ist oder der größte Ballertyp. Wenn der Name cool ist und mich catcht und meine Fantasie anregt, wie bei Elex Schleim, aber es ist so. Finde ich das cool. Ich glaube, wenn ich so irgendwo durch einen großen Elektronikmarkt laufen würde und mir die Spiele anschauen würde, dann sind natürlich Spiele mit hübschen Frauen vorne drauf ganz geil. Interessante Spielecover sind für mich wahrscheinlich immer eher die, die ein bisschen so einen leichten Gore-Faktor haben oder generell etwas düsterer wirken. Ich glaube, das ist etwas, wo ich am ehesten nach scanne, wenn ich so durch die Regale gehe. Nackte Brüste. Ja, wenn jetzt etwas zu quietschig ist, dann würde ich zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht reagieren. Wikinger-Zeugs. Ich stehe extrem auf nordische Mythologie und so weiter, alles was so God of War-Bereich geht. Also Spielecover, wo Wikinger, Krieger, Streit macht und so drauf ist, da bleibe ich stehen. Ja. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ne? Ja, das Und ist. je extremer, desto. Da gibt es ja auch noch Farbcodes, ne? Grüne, blaue, gelbe, was kommt denn hier raus? Also wenn Cyberpunk rauskommt, auf gar keinen Fall gelb. Dein Spiel. Das darf dann auf gar keinen Fall gelb sein, weil dann könnte man es ja verwechseln mit Cyberpunk. Also genau gelb. Genau gelb. Ja klar, dann Ja? kann man sich ja mit Cyberpunk verwechseln. Das ist ein schlechter Witz. So ist es ja nicht gemeint. Also man will auffallen, ne? Aber so doof ist das tatsächlich nicht. Ja. Das heißt, im Grunde genommen ist die Frage. Obwohl wir noch gar nicht wissen, wie das Spielecover von Cyberpunk aussehen wird. Vielleicht wird es so aussehen wie das, was sie da immer zeigen, aber vielleicht auch nicht, weil wenn man in den Laden geht, ist es das Key Artwork? Der Typ da mit dem Kragen und Würde ich jetzt meine Hand für mit ins dem Feuer legen. rasierten Dingsbums und gelb, Schwarz-Gelb. schwarz-gelb. Ja, also ich würde vermuten, dass das dann auch die Packung ist. So, Ja. ja. Die Key Collector's Artwork eben. Edition konntest du ja schon kaufen. Und auf Amazon oder so, ne? Jetzt gibt's sie gerade nicht. Und dann war das tatsächlich so ein schwarz-gelbes, mehr schwarz als gelb und so. Ist das denn der Beweggrund von uns? Ne? Also hier Erik und Martin möchten gerne Frauen sehen auf dem Spielcover, damit sie zugreifen. Ne? Ja, also Aufmerksamkeit. Ja. Ne? Wer ist deine Zielgruppe? Wen möchtest du gerne auf dieses Ding jetzt aufmerksam machen? Da ist irgendetwas, ne? Ich sag mal so, es gibt Titel, die machen dann so Gore-Elemente, so, oh, da fliegt ja ein Kopf, das ist aber interessant. Ne? Oder ja, oh, Nacktheit, was ist denn da los? Und dann gehst du dann und guckst dir das an. Echt, es gibt ein Spielecover mit einem fliegenden Kopf. Jedenfalls ist Aufmerksamkeit ein Kriterium, das man anlegen könnte, um zu sagen, egal was das für ein Spiel ist oder wie die Inhalte jetzt sind, ich möchte vor allen Dingen einen kleinen Schockmoment erzielen, damit Leute es überhaupt erstmal sehen. Das kann zum Beispiel ein wirksames Mittel sein für jemanden, der eben nicht, wie zum Beispiel CD Projekt Red, durch ihre komplette Marketingkampagne, durch ihren Leumund, durch ihren Namen schon Aufmerksamkeit haben, sondern für jemanden, der sagt irgendwie, ich habe jetzt hier so ein Spiel, das kennt keiner, aber irgendwie muss ich doch die Leute dazu kriegen, mache ich einen Schocker, ja? Benutzen manche Leute irgendwie, kommt aber tatsächlich generell seltener vor. Ja, also gut, ich möchte jetzt nicht unbedingt vielleicht
ziehe ich damit ja auch das falsche Publikum an, möchte dann eher irgendwie auf mein Spielecover packen, was für ein Spiel das überhaupt ist, was ich da mache. Mhm. Ja, das wäre dann die nächste Möglichkeit. Ich möchte vor allen Dingen die Leute durch Inhalt überzeugen. Ich glaube, das ist mit so das Schwerste, was man machen kann. Ein Spielecover, auf dem man möglichst zeigt, was kann denn das Spiel? Ne? Wenn jetzt irgendwie ich einen Shooter mache, hält uns nicht davon ab, es immer wieder zu versuchen. Ne? Das ist dünner Belach, den du da gerade betrittst. Aber ja, das stimmt. Man versucht halt irgendwie alles drauf zu packen und dann merkt man, es ist überladen und vielleicht doch nicht und vielleicht merkt man sich das und nicht und vielleicht ist es doch simpler. Ja, du musst dich ja schon immer ein bisschen entscheiden, welches Element, und es kann ja auch immer an der Stelle auch wieder eine Mischung sein. Ja. Ne? Also zu sagen irgendwie, ich will zum Beispiel Action aufs Cover packen, heißt nicht unbedingt, dass ich das damit dann gar nicht mehr zeige, was das Spiel ist. Aber alle Facetten des Spiels kriegst du sowieso nicht unter. Vor allen Dingen nicht, wenn du so eins machst, wie wir machst. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel ein Jump'n'Run-Ding machst oder ein Tetris, dann kannst du es relativ schnell und leicht aufs Cover packen, sodass der Spieler dann rafft, was er für ein Spiel kriegt. Mhm. Oder diese Blips, mach drei Diamanten in einer Reihe. Match 3, Candy Crush Derivate, ne? Das kannst du super schnell. Das ist das Spiel mit der Klötze. Ja, aber auch da auf den Covern, da sind manchmal auch irgendwelche Personen zu sehen, die dann irgendwie dir, ja, du kannst hier mit der Klötze, ne, aber das hat auch eine Geschichte, weil das ist nämlich hier Puzzle Quest oder irgendeinen anderen Krempel, ne, mit Gunspell, ne, spiele ich ganz gerne, das ist ziemlich geil, Rollenspielelemente, wo du einen Typen spielst, der irgendwie in die Fantasy-Welt da irgendwelche Typen Platthaut und Monster und Vampire und so. Mhm. Und das muss dann auch schon irgendwie aufs Cover, ne? Ja. Und das Gunspell Logo war ein Totenkopf. Mhm. Und weil ich halt diese Mannequins cool finde, ich mag Totenköpfe, ja, bin ich da drauf hängen geblieben. Das heißt, ich bin bei Gunspell ein ganz klassischer, genau hier auch. Ach, ne? Sieht man sogar. So, unser Piratenlogo, ne, mit Totenkopf von Risen 2. Das ist halt irgendwie... Das ist halt, da bin ich drauf hängen geblieben. Das heißt, ich bin an einem Totenkopf, an einem Skelett, bleibe ich hängen. Ich persönlich. So. Ja. Ne? Wenn das Skelett gezeigt wird oder ein Totenkopf gezeigt wird, wo, was ist das denn? Mhm. So. Aber das gilt ja nicht unbedingt für jeden. Ja, ne? Aber wenn du dann zum Beispiel eine Sache, die einen großen Beitrag in dem Spiel ausmacht, nach vorne bringst, dann kann es sein, dass du deine richtigen Käufer findest. Ja. Das ist ja der Hintergedanke. Ne? Ich treffe zumindest mit dem Cover meine Zielgruppe. Eine andere Möglichkeit ist es, ich wecke irgendeinen Gedanken, Gefühl oder Nostalgiefaktor bei jemandem mit meinem Cover. Zum Beispiel gibt es so die großen Kinofilme und Kinoplakate, ne? Indiana Jones zum Beispiel. Ich mache ein Spiel und das ist meinetwegen irgendwie ein, was weiß ich, archäologisches Western, irgendwie Entdeckerspiel, was weiß ich, was das ist. Jedenfalls, denke ich, wie bringe ich jetzt die Leute dazu, das zu kaufen? Dann gucke ich mir das Kinoplakat von Indiana Jones an, ja, mit seinem Hut und seiner Peitsche und was weiß ich, und mache das nach. Und ahme dann so ein Cover nach, das quasi einen Wiedererkennungswert erweckt, obwohl ich das Spiel noch nie gespielt habe und es auch nicht kenne. Mhm. Und damit locke ich dann die Aufmerksamkeit der Leute auf mein Spiel. Das wäre eine Möglichkeit, die tatsächlich auch sehr viele in Betracht ziehen, um Aufmerksamkeit zu haben. Wie nennt man sowas? Mimikry? Oder Plagiat? Oder was ist das? Ja, Plagiat ist, glaube ich, nur, wenn du es kopierst. Aber wenn du was Eigenes machst, aber in Anlehnung... so aussieht, ja. Ja, die Pose nach. Alleine die Farbgebung so, und so, die sind natürlich auch schon sehr entscheidend bei sowas. Ne? Genau, richtig. Ja. Früher haben wir bei Rollenspielen, ne, hier haben wir mal Ultima Ascension, das ist der Spiel vor... Sogar vor Gothic kam das raus, so wie ich weiß. Da mussten alle Rollenspiele aussehen wie ein Zauberbuch. Ne? Da mussten alle Rollenspiele irgendwie ein Cover haben mit dem Helden drauf. Ist klar, sehr, sehr clicky-bunty und so. Und das war irgendwie so der heiße Scheiß damals. Gibt es sowas heute auch, wo man tatsächlich irgendwie, wo man sagt, da bleibe ich dran hängen? Was ist denn mit euch? Ja? Bleibt ihr denn tatsächlich auch bei nackten Frauen stehen und sagt, oh, das ist aber ein interessantes Spiel, das gucke ich mir an? Oder bewirkt das nicht vielleicht sogar das Gegenteil? Oder das ist bestimmt irgendwie eine billige Kamelle und die hier Sex-Sales. Und es gab nämlich auch mal Spiele, ja, wo die tatsächlich das Cover ausgewechselt haben. Die hatten mal den Held vorne drauf und das hat sich nicht verkauft.
ja. Und dann haben sie dann so einen Drüberstülper gemacht und dann haben sie dann so Frauen, nackte Frauen oder irgendwie so halb irgendwie Dingsbums drauf gemacht. Und dann hat sich das besser verkauft. Das ist tatsächlich, also das funktioniert schon. Na? Spannend. Ja, ja. Das Spiel möchte ich jetzt gar nicht erwähnen, aber das gab es tatsächlich. Ja. Und das ist so ziemlich spannend, ja. Ja, es gibt ja auch Leute, also ich habe zum Beispiel immer irgendwas, was hübsch, so hübsche Landschaften oder sowas in der Art, fand ich immer gut. Ne, das ist auch sehr eigen, ne? Da würde mir ja wahrscheinlich irgendein Publisher sagen, hübsche Landschaft, genauso. Aber ich fand das immer schön. Also, oh, was für eine schöne Welt. Kann man da wohl rumlaufen irgendwie? Damals war das ja noch irgendwie so total, du konntest ja meistens nicht frei dich irgendwie bewegen. Das fand ich dann immer total sexy. Also eine schöne Landschaft finde ich schon für so ein Spiel persönlich ansprechend. Ne? Da hat wahrscheinlich jeder auch so sein eigenes Empfinden, was er da als schön empfindet und was nicht. Absolut. Ja. Ja, aber was gehört auf dem Cover? Auf dem Cover gehört auf jeden Fall schon mal, man soll irgendwie erkennen, was für eine Art Spiel es ist. Mhm. Ja. Wie will man ein Rollenspiel darstellen? Ein Shooter ist einfach, Typ mit Knarre, fertig. Weiß ich nicht. Einfacher. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Rollenspiele, die in diesen Settings mit Knarren und so stattfinden, dass das schwierig wird, weil Deus Ex beispielsweise hat sehr viel Splinter-Cell-Elemente und sehr viel Rollenspielelemente auch. Aber ist das jetzt ein Shooter? Das ist ein Typ mit Knarre vorne drauf, ne? Mhm. Schwierig, ne? Tja, das ist aber mal, was die Erwartung sind. Wenn ich jetzt einen Shooter will und ich kaufe das und ich bekomme dann mehr, vielleicht freut mich das ja dann. Ja, ja. Ja, ja gut, Star Wars ist eindeutig erkennbar. Mhm. Ne? Die haben ihren Stil. Ja, und Laserschwert. Laserschwerter, ne? Und Pew Pew und so. Mhm. Da weißt du sofort Bescheid. Ja, im Hintergrund hast du dann irgendwie immer so einen Darth Vader-ähnlichen Antagonisten, ne? Mhm. Und die Farbgebung ist auch meistens, ne, grün-blau für die Guten und rot natürlich für die Sith Lords, ne? Völlig klar. Ja. Hast du so Farbcodes und die haben wir auch abgespeichert, wo wir dann auch bei dem Logo wären. Es gab mal jemand und hat uns nach dem Gothic-Font gefragt und damit meinten die unser Schriftzug Gothic. So, ja. Das gibt, Logo. Ja, das Logo. Es gibt keinen Font, keinen Gothic-Font in dem Sinne. So, ja. Der jetzt alle Buchstaben in diesem Style, das wird gemacht. Das gibt nur diese 5 Buchstaben und fertig, so, ja. Gleiches gilt fürs Logo von Elex oder von Risen, ja. Da gibt es kein komplettes Alphabet davon. Das gehört mit zum Cover, zum Key Artwork, zum Logo des Spiels. Die beiden Sachen gehören untrennbar miteinander zusammen. Ja, Star Wars kannst du sofort erkennen. Du kannst auch anhand von des Schriftzuges, der da extra designt wird oder so, erkennen, ob es jetzt ein Star Wars ist oder irgendwas anderes oder ein Indiana Jones mit seinem komischen geschwungenen orange-schwarzen Gelb-Dingsbums Schriftzug halt irgendwie. Ne? Ich glaube, da hat mal einer extrapoliert und hat sich seinen eigenen Font gebaut, ja? Aus den Buchstaben, die da waren. Wie könnten dann die anderen aussehen? Mhm. Das dann selber gemacht. Ja, das ist cool. Ganz witzig. Aber es ist halt, gehört mit zum Cover, ne? Das gibt ja auch manchmal so, da ist nur ein Wort drauf. Und der Rest ist sehr, sehr dunkel gehalten oder sehr schlicht gehalten, so. Ne? Wo man dann sagt irgendwie, ja, da ist gar nicht so viel drauf. Stimmt. Da ist so gar nichts drauf, ne? Ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wie die alle von vorne aussehen. Das ist echt krass. Ja, die Leute wissen auch nicht, wie du von vorne aussiehst, weil du die ganze Zeit da auf das Regal guckst. Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel Raum für alles Mögliche. Ja, muss ein Cover tatsächlich für euch alles irgendwie abdecken oder reicht auch ein schlichtes Cover, dass er da dran hängen bleibt und sagt, ah, guck mal, den Schriftzug, den finde ich gut oder was gehört für euch für ein gutes Cover zu einem guten Cover dazu? Das würde uns mal interessieren. Versucht das mal zu skizzieren. Das ist nämlich nicht so einfach, wenn man anfängt, drüber nachzudenken. Okay, hast du eine Community-Frage? Ganz bestimmt. Oh. Also, wie bekommt ihr es eigentlich hin, dass man komplett ohne Ladezeiten von einer Ecke der Spielwelt zur anderen teleportieren kann? Und wieso funktioniert selbiges nicht, wenn man schnell speichert, wenn man zum Beispiel von einem Monster umgehauen wird und man dann den Speicherstand laden muss? Hm. Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Welche Klamotten du im Inventar hast, ja, weiß der Teleporter nicht. Ist dem auch egal. Der ändert nur deine Position und ändert
die Umwelt. Aber der muss nicht wissen, an welcher Stelle der Story du beispielsweise bist. Ja, der muss nicht irgendwelche Systeme initialisieren oder anwerfen. Das muss er aber schon machen, wenn du komplett resettest und alles aus dem Speicher rauswirfst. Ja, und dann wieder von vorne lädst. Das ist schon ein Unterschied. Das heißt also, es gibt sehr viele Informationen, die du hast, die abgespeichert werden, ne? Und die erstmal überhaupt geladen werden müssen. Wer bin ich? Wie heiße ich? Ja. Und das sind die Informationen, die dann halt oben drauf kommen. Und da gibt es sehr, sehr, sehr viel mehr als nur die paar Sachen, die ich hier aufgezählt habe. Und das ist der Grund. Mhm. Ne? Du musst von Grund auf halt alles erstmal reinladen. So. Und das brauchst du beim Teleportieren nicht. Das ist eigentlich nur die Position und die Geometrie. Erstmal. So. Ne? Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war die Session 25. Wow. Ja. Und wir sind schon ziemlich weit dabei. Ne? Also wir haben sehr viele Folgen schon gemacht und es macht uns auch immer noch Spaß. Vielen Dank, dass ihr uns so die Treue haltet und an der Stelle nochmal bedanken wir uns sehr herzlich für euer Interesse. Und nächste Woche, ne, seid ihr hoffentlich wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Bacon TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ja, ist ja auch spannend, so ein Regal, ne? Ich finde das total spannend. Ich hätte am liebsten irgendwie ständig, aber ich kann ja nicht einfach ständig da reingreifen, gucken, wie das von vorne aussieht. Das ist nicht vorne.